Was ist das? Gideon could probably beat me at chess, but I'd wax him in a game of nine ball. Hier sind Farben. Gideon could probably beat me at chess, but I'd wax him in a game of nine ball. Was ist das? Ich kann die Kugeln entfernen. Ich kann die Kugeln entfernen. Und da steht eine Zahl drauf. Und zwar die vollen. Gideon could probably beat me at chess, but I'd wax him in a game of nine ball. Okay, da ist der Code. Das Bild ist bloß Irreführung. Da ist der Code. So, warte. Das ist rot, ist 1. Ich muss da aufschreiben. 1. Blau ist 6. Lila 5. Oder was auch immer. Lila ist 7. Das andere ist noch sowas. Ist 5. Orange ist 4. Grün ist 2, Schwarz ist 3, beziehungsweise Grau und Gelb ist 8. Ah. Well, I hope Gideon got a good deal on these pool balls, because they're all numbered wrong. Nee, die sind schon richtig. Well, I hope Gideon... well, I hope... Ich klicker die mal an, well, I hope... well, I hope... damit wir uns die alle angeguckt haben. Weil angucken gibt Punkte. So, damit hätten wir aber das Rätselslösung hier wahrscheinlich auch. Hier ist noch ein anderes Rätselslösung. Still fashionable after all these years. Still fashionable after all these years. Oh, hier ist ein Spielort. Ah, Man Street. Das ist, glaube ich, der erste Teil. Nee, oder? Okay, wir müssen hier bloß überleben. Game over. Okay. Ja, ich hab verstanden. Cool. Schöne alte Konsole. Also ja, Quatsch, Automat. Oh Gott, das erinnert mich gerade an Gabriel Knight. An den zweiten und an den dritten Teil. Mit den ganzen Wappen. Er ist ein bisschen angehaucht hier, ne? Also so elterlich. Except, of course, when I'm hunting Wabbit. Wabbit, genau. Das ist Looney Tunes hier, also Bugs Bunny, ne? Wabbit. These won't help, because I'm looking for clues. Das ist von Elmer Fudd, der Sprachfehler. Hier sind Puzzleteile. Jigsaw puzzle. Gideon must get really bored. Lass mich raten, die können wir auch wieder drehen. Das scheint richtig zu sein. Das ist wie ein Gebäude. Das auch. Okay, die sind richtig rum. Das ist, glaube ich... Das könnte passen, ne? Das könnte auch passen. Wir müssen erstmal irgendwo mit einer Ecke anfangen. Das ist ein Stäbchen nach oben. Und das ist eine Seitenkante. Wahrscheinlich hier irgendwo. Mal gucken, ob es wieder schnappert. Wir brauchen eine Ecke. Bist du eine Ecke?
Du bist eine Ecke. Okay, der schnappert. Dann. Ich mag ja Spiele, wo es schnappert. Alcatraz, wow, das wird wohl überraschen, wa? Das könnte hier unten irgendwo so rum. Okay, zumindest vorbereiten. Das ist auch eine Ecke. Entweder hier eine Ecke. Da schnappert er nicht. Aber hier schnappert er, gucke. Ja, da schnappert er. Da kommt er hin. Das ist auch eine Ecke. Aber nicht die Ecke, sondern vermutlich die hier oben. Und schnappert auch. Okay. Damit haben wir schon mal die Ecken. Da haben wir das. Da haben wir da irgendwo was. Wir uns. Achso, ich habe die Ecke jetzt hier bewegt. So. So, schnappert. So, hier brauchen wir auch noch eine Seitenecke. Das hier wahrscheinlich. Jawohl. Und da oben sind wir in der Ecke. Das heißt, das passt hier und das passt hier. Das passt ja. Mensch. Schnappert und schnappert. Das ist okay. Das kommt hier irgendwo an die Seite. Und das kommt irgendwo an den oberen Rand. Vermutlich hier. Schnapp. Das kommt hier. Das kommt hier. Und jetzt sind wir schon fast fertig. Schnapp. Das ist irgendwo hier mittendrin. Wahrscheinlich das da. Schnappe lebt ab. Schnupp, schnupp. Schnibbeldipp. Schnädeldepp und Schnurz. So, was haben wir denn hier? These chess terms must be passwords. Could be useful at some point. Ich schreibe mir das mal auf. Weil, wenn wir dann nachher im Puzzle sind, können wir wieder nicht drauf drücken, gucken, ne? Queen. B ist ein Draw. C ist ein Castle. D ist ein Gambit. Das ist der Öffnungszug, haben wir auch gelernt. E ist der Bishop. F aufgeben. G ist Checkmate. Schachmatt. Und H ist der Springer ist der da. So, Knight. So, dann hätten wir auch das. Was haben wir denn noch Hübsches hier? Wir haben ein paar Waffen. I don't care much for guns. Except, of course, when I'm hunting Wabbit. The relatively obscure philosopher Mediocrates. Der Kamin ist überhaupt nichts, ne? Nur mal so. So much wasted seating space. A nice floral touch. Ich glaube, hier wird's wahrscheinlich gar nichts anderes geben. Ja? Wir sind relativ weit. Pass auf, wir können die andere Tür jetzt, glaube ich, öffnen, ne? Mit den Billardkugeln. Wir müssen auch noch irgendwie die Alarmanlage abschalten, damit wir überhaupt noch wieder rauskommen. Und wir müssen noch irgendwie die CD, die wir haben, zum Abspielen bringen. So, Tastatur wieder umschalten. Das Schnellrennen ist hier nämlich besser. Links rum und komplett hinten durch. So. Benutzen. Einmal zurückblättern. Rot war 1. Blau war 6. So, dann war das richtige Lila war 7 und das andere Mischding ist 5. Oranje war 4. Grün ist 2. Schwarz, das ist das hier, ist 3. Und Gelb war 8.
Da, 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 da. Sehr unspektakulär, ne? Einfach so Alarm deaktiviert. Und Tür auf. Wow, Captain auf die Brücke. Captain auf die Brücke. Oh, da wird die Raumfahrt hinfällig. Hier ist ein CD-Spieler da oben. Guck mal hier. Also, da ist eigentlich schon eine CD drin. Aber... External display of Gideon's mansion. Good thing no one was on guard duty when I broke in. Das erinnert mich gerade, diese Ansicht. Oh Gott, welcher Teil war denn das? Welcher Teil war denn das? Ach, wie hieß das Spiel nochmal? Geheimakte Tunguska war das, glaube ich, ne? War das Tunguska? Ja. Da ist der hier oben durch das Glas durchgesprungen, durchgefallen, der eine Priester. Sah fast genauso aus. I wonder what these monitors are monitoring. It's a picture of the president's daughter. What diabolical scheme is Gideon working on? Ah, im zweiten Teil am Anfang. Aber ich bin gar nicht so falsch, ne? Und rein perspektivisch gesehen saßen hier unten die mit ihren Nachtsichtgeräten, die Bösewichter, ne? Haben dann geschossen und erst dann hier rausgefallen. Das sah doch fast genauso aus, die Szene. Bin ich mir fast sicher. Hier unten können wir gar nicht hin, sehe ich gerade. Was bist du denn hier? Security Override Panel. I hope it has something to do with the gallery floor. Looks like it needs a security card. Security Override Panel. I hope it has something to do with the gallery floor. Ich hab's benutzt, ne? Looks like it needs a security card. Pretty high tech for me. I just learned how to use Word Perfect. Oh, das ist aber schon lange her mit Word Perfect, hä? Ah, guck mal da. Mr. Gideon. Sicherheitsturbinen wurden in Zellenblöcken A und C installiert. Sie sind ausgestattet mit Hitze- und bewegungssensiblen Equipment. Druide Nummer 1 patrouilliert den Zellenblock A in einem sich wiederholenden Muster. Jedes Ziel, das auf demselben Level wie der Druide und innerhalb von 20 Fuß gefunden wird, also selbes Level, sprich wenn er auf 1,50 guckt und er sieht auf 1,50 ein Ziel, ne, dann wird es zerstört werden, es sei denn, es ist innerhalb in einer Zelle. Druide Nummer 2 patrouilliert den langen Korridor in Zellenblock C in einem wiederholenden Muster. Jedes Ziel auf jedem Level innerhalb von 70 Fuß wird zerstört werden. Solange es sich nicht innerhalb einer Zelle befindet. Die einzigen sicheren Zonen sind leere Zellen in den Zellenblöcken A und C. Die leeren Zellen in Zellenblöcken A und C und alle Zellen von B und D. Aber leer A plus C und alle. Das sind die anderen Level dann. Okay. Und die Subterran-Level, which is monitored by Human Security. Okay. Okay. Danke für die CD. Das war jetzt die CD. Da ist das Ganze drauf. Ja, hier oben ist auch noch eine CD. Was ist denn da drauf? There must be a place where I can run this disc. 0707. Okay, Construction on Alcatraz, da hat der Frank recht, Alcatraz soll am 1. August 2036 beginnen. Das Eigentum wurde von Mr. Gideon erworben, beziehungsweise das Grundstück ist Eigentum und erworben von Mr. Gideon, ist nicht mehr Staatseigentum. Das Umbauprojekt, wie auch immer, wird Folgendes beinhalten: Installation von von neuen elektrischen Kabeln und Gerätschaften und so weiter, ne? Und auch Abwasser, also Plumbing, also alles, was sanitär ist und so weiter.
wie auch eine automatische Lüftungsanlage und Air Conditioner und Reinigung. Also hier, ne? Storage Equipment, also sprich Lager und Kram für ungefähr 5 Jahre an Essen und anderen Dingen. Ne? Ein Sicherheitsschild designt, um alle elektrischen, radioaktiven und Partikelstrahlen abzublocken. Subterran Command Center, also ein unterkellertes Command Center mit Satellitenlinks, Extensive Computerization, also stark computerisiert und State-of-the-Art Virtual Reality Capabilities. Ey, da könnt ihr richtig spielen drin in dem Ding. Ein erweitertes Sicherheitssystem für die bestehende Struktur, automatische Überwachung sicherstellen, sowie eben halt überwacht von einer geringen Anzahl von menschlichem Kontingent. Ja, da merkt man das schon, in welche Richtung das abdriftet. Construction phases are to proceed as they did during the construction of Mr. Gideon's home. The projected completion date is December 1. Okay, hier ist aber auch noch eine CD, ne? Also das ist eindeutig eine CD da. Ah, mal gucken. Ist hier noch unten irgendwas unten? Nö. Habe ich jetzt eigentlich genug Beweise, was der eigentlich vorhat? Oder muss ich mir noch genügend andere Beweise angucken? Das hier zum Beispiel. Ich vermisse meinen Gast, das ist eine Grafik von Alcatraz Island. Okay, damit müsste ich doch eigentlich wissen, wo wir hin müssen. Haben wir das schon als neues Ziel? Kontrollraum, Game-Raum, Study-Raum, Galerie, Hallway. Guckt aber, 1000. Achso, weil wir jetzt hier sind, gibst du die Räume. So, ich speichere mal. Müssen wir raus, oder? Also eigentlich wissen wir doch Bescheid, aber er hat noch nicht gesagt, dass wir raus müssen, ne? Aber wir probieren es einfach mal. So, Tastatur wieder. Wir gehen mal durch die Tür raus. Theoretisch müssten wir eigentlich das Sicherheitssystem abgeschalten haben. Okay, wir können jetzt hier langlaufen. Können wir dann auch Sachen mitnehmen? Oder müssen wir Sachen mitnehmen? Aber die Kunstschätzen wollen wir uns eigentlich nicht vergreifen, ne? Ich glaube nicht, dass wir hier lang müssen. Wir müssen nur hier wieder raus. Oh. Was macht sie denn? Warum macht sie so? Text. You did it. Slade, when the cops came, he confessed to everything. The status of my daddy's death has been changed from suicide to homicide, and I got the money. That's great, Sylvia. That's great. I'm not done with the case yet. What do you mean you're not done? There's still something I've got to do. Why? We're rich. You can retire. This isn't about money. Well, what in the world else could it be about? Call it a moral obligation. What about your immoral obligation? Gideon's project's out of control. I mean, a lot of people have died. Why don't... Somebody's got to do something about it, and I'm in the best position to do that. Why don't you just stay out of it? You've got plenty of things to take care of now, including me. If our future's worth having, it's worth waiting for. Look, we have everything around here to make us completely happy. How dare you want to throw it away? What are you trying to prove, huh? That you're brave and strong? Well, I've already seen that. What you're talking about is stupid. Obviously don't understand me very well. I got into this business to help people, and I'm not just gonna sit around and watch this thing happen. I mean, how would I feel about myself? You know what? You go play Boy Scout. I don't care. Sylvia, I want us to be together, but you can't change me. You know what?
You do what you have to do. Just don't expect me to bring flowers to your funeral. Aber seltsam drauf, die Frau, oder? I left for Alcatraz right after Sylvia stormed out of my office. Probably should have gotten a good night's sleep first, but I was pretty wound up. Poor baby. Yeah, well, it turns out it didn't matter. As soon as I landed on Alcatraz and stepped out of my speeder, something zapped me and I blacked out. Must have been one of those security droids. When I came to, I was in a locked jail cell in one of the old prison sections. Kein Wort verstanden? Doch. Slade hat alles gestanden, so weit, so gut. Also er hat gestanden, dass er an dem Tod, also sprich Mord von Sylvias Vater beteiligt war, beziehungsweise hauptverantwortlich. Und dementsprechend ist der Selbstmord jetzt zum Mord eingestuft worden. Also sprich, sie hat jetzt das Ganze, die Millionen oder mehrere Millionen an Versicherungen bekommen. Soweit so gut. Also sie ist jetzt reich und sie hat auch gesagt, wir sind reich. Also sie wollte schon, dass Tex erstmal Bestandteil ihres Lebens wird. Und Tex hat sich aber so weit in den Fall verrannt. Der Fall ist zwar, also der eigentliche Fall, den er als Auftrag bekommen hat von ihr, ist zwar erledigt, also sprich herauszufinden, was los ist und beweisen, dass der Tod von Sylvias Vater kein Selbstmord war. Das hat Tex erledigt. Das ist durch. Das Problem ist nur, dass er so tief in den Fall drin steckte, dass es jetzt nicht mehr nur ein Fall an sich ist, den er gelöst haben will, sondern der ist eigentlich noch nicht gelöst, weil es eine moralische Komponente noch gibt. Denn er kann nicht anders. Er muss das jetzt zu Ende bringen, denn es ist noch nicht zu Ende. Denn da sind Dinge im Werden, im Gehen, durch Gideon und Co. und durch die pure Reinheit hier, dieser komische Verein, den wir ja später dann im Under the Killing Moon dann hatten, sind Dinge am Werden und Gehen, dass da muss er unbedingt reinwurschteln, das muss er zu Ende bringen. Er muss es lösen und er muss es zur Strecke bringen oder was auch immer. Das ist das, was jetzt da ist. Und sie ist sehr echauffiert und schockiert, dass er das unbedingt durchziehen will, gegebenenfalls unter der Gefahr seines Lebens. Und das sieht sie eigentlich gar nicht ein. Und sie hat keine Lust, auf seiner Beerdigung zu sein und geht. Das ist jetzt so aber das ist so, weiß ich nicht. Sie hat auch gesagt so zwischendurch, ja, du musst mir nicht beweisen, dass du ein Mann bist, also ein starker Mann oder was auch immer, ein Held. Das hast du ja schon bewiesen, im Sinne von dem Kampf in Gänsefüßchen mit Slade. Deswegen ist es jetzt absolut pure Dummheit, was du da gerade machst. Keine Ahnung, was sie beabsichtigt. Sicherlich, sie ist halt erpicht, das Beste aus den Dingen zu machen, was sie kriegt. Das kriegt der Text später ja auch mit. Wie gesagt, ist ja nicht umsonst eine zukünftige Ex-Frau. Deswegen habe ich auch zwischenzeitlich, gab es ja immer so ein paar Hinweise und Anspielungen, dass sie mitunter weitaus mehr wusste, als sie zugab, zu sagen, durch die Fotos und dass sie eben halt die Leute kannte, dass sie eigentlich mitunter involviert hätte sein müssen ins Ganze. Aber wäre sie es gewesen, hätte ja Tex sie niemals geheiratet. Und dadurch, dass das Spiel ja storymäßig, eigentlich war es schon vorher, ne, aber das Overseer ist ja eigentlich, wie soll man das am besten ausdrücken? Overseer ist die Rückblende, die erzählt wird nach Under a Killing Moon und nach Pandora Directive. Da findet dann Overseer statt. Overseer ist aber eigentlich eine Rückblende, ein Prequel, und zwar zu Man Street und dem anderen zweiten Teil, also die Reihen in Gänsefüßchen Point-and-Click-Adventures, die es damals gab, also vor Under Killing Moon, die Geschichte leicht variiert von diesen ein oder sogar von beiden Spielen erzählen. So muss man das sagen. Man hat eigentlich irgendwie versucht, die ersten beiden Teile auszublenden und erzählt diese halt nochmal neu durch diese Rückblende als Prequel. So, deswegen gibt es halt die Szene, wo
Siehst du, jetzt habe ich den Namen vergessen, weil ich die ganze Zeit auf Silvia mal aus bin, also auf seiner Flamme, die wir natürlich gerettet haben, ne, in Tesla-Effekt, dass sie eben halt in der Pagoda gerade sind und gerade Abendessen und er die Geschichte von seiner Ex und seinen allerersten großen Fall erzählt. Wo dann nachher, wenn das Ganze alles abgeschlossen ist, wir dann in den Bereich reingrätschen, der dann nachher in Tesla-Effekt eine Rolle spielt. Sprich, Tex kommt raus mit ihr aus der Pagoda, der Speeder ist weg, sie werden entführt und es ist ein Unfall, bla bla, und er denkt, sie ist tot. Ne? Casey, genau. So, das ist so der komplette große Storyrahmen. Also eigentlich spielen wir gerade die Erzählung von ganz am Anfang, stolpern nach dieser Erzählung eben halt in Under Killing Moon. Von Under Killing Moon stolpern wir in Pandora Directive und von dort stolpern wir in die Szene, die hier drumherum als Oberstory oder drumherum Story, er erzählt Casey, was los ist, ne, oder was los war, was dann nachher in dieser Entführung und Gänsefüßchen Tod von Casey münzt, um danach einen Tesla-Effekt, was dann nochmal, glaube ich, 7 Jahre später dann spielt, zu erfahren, dass sie ja gar nicht tot ist. Also das ist der große Storyrahmen. Finde ich super eigentlich. Also wenn man dann so im Nachhinein sieht, wie sich das alles so entwickelt hat und wie eigentlich da der Faden zustande gekommen ist und dass trotz der Variation man... Hi. Das Ganze zusammengewürfelt gekriegt hat, dass das alles ineinander stimmt, ja, und stimmig ist, finde ich das richtig super. Gut, das war aber jetzt nochmal bloß eine Zusammenfassung und ich fasse jetzt zusammen, ich gehe jetzt ins Bett. Es wird Zeit. Es war heute ein sehr langer Tag. Leider Gottes nicht nur Wochenende, sondern sehr viel wieder Arbeit. Es muss endlich aufhören. Also ich liebe meine Arbeit, steht alles außer Frage. Aber es wäre echt super, wenn ein bisschen Normalität wieder in diese ganze Geschichte kommt und die ganzen, sagen wir mal, übergeordneten Projekte, die irgendwo dazwischen reingrätschen, aufgrund oder als Ursache oder sonstiges, wegen Corona, durch Corona, weil Corona, wie auch immer, und weil man das halt nicht vorher hat sehen wollen und das Geld nicht ausgeben wollen, kommt das jetzt alles jetzt? Und weil man ein guter Dienstleister ist und man ja die Kunden zufriedenstellen möchte, dann macht man halt Dinge. Ja, Überstundenkonto freut sich. Ich weiß zwar nicht, wann ich es abbummeln soll oder sonstiges. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich wird es... Oh, da unten ist das andere Level. Wahrscheinlich wird es ins Auszahlen gehen oder so. Ich muss mal sehen. Gucken wir mal. Ja, es kotzt mich auch an mit der ganzen Situation. Aber ich persönlich, nach all dem, was ich mir angelesen habe und Co., sehe ich leider keine großartig andere Alternative zu den Kontaktbeschränkungen und Co. Und wir können heilfroh sein, dass wir nicht Spanien sind, nicht Italien sind, wo es einen massiven, kompletten Shutdown, also wir hatten ja keinen kompletten Shutdown und Lockdown, ne? Muss man dazu sagen. Und wir können immer noch, trotz, dass man meckern kann auf hohem Niveau, dass das Gesundheitssystem nicht das Beste ist und so weiter, wir können immer noch froh sein, dass wir es haben, was wir haben. Und mit relativ, wenn wir uns alle am Schlüpper reißen, mit relativ blauen Augen durch diese ganze Chose durchwandern. Genau. Fragt sich, wie lange es gefährlich bleibt, fragt sich, wie lange es vielleicht zu einem Impfmittel oder so dauert. Die ersten Tests sind schon da. Prognosen möglicherweise, wenn sie erfolgreich sind, Ende des Jahres, also Herbst rum, dass es dann zulassungsmäßig dann durch sein könnte, wenn es denn erfolgreich sei. Lassen wir uns da an der Stelle überraschen. Gut. Ja, gut. Ansonsten Lockerung kann immer nur einhergehen mit massiven Gegensteuern von bestimmten Sachen, zum Beispiel eben halt Maskenpflicht, sofern es möglich ist für die Leute, das zu tun. Mir sind die Probleme sehr wohl bewusst,
dass zum Beispiel Menschen, die eben halt taub sind, dass sie ein massives Problem haben, aufgrund der Masken dann noch weiter isoliert zu sein. Also es gibt sehr viele negative Punkte, die man mit beachten muss. Aber weiß ich nicht. Also komplett zu, das wird sehr schwierig werden, vor allem in der allgemeinen politischen Landschaft. Aber lockern, so wie es jetzt also in NRW oder so gemacht wurde oder angestrebt wurde, ich glaube, das wird ein massiver, negativer Bumerang. Bin ich mir ziemlich sicher. Jein. Also der Punkt ist der, die Maskenpflicht, also wenn ich jetzt meine genähte Maske von Nachbars aufsetze, mich schützt die nicht. Aber es weiß doch keiner, nicht mal ich, ob ich das nicht vielleicht schon hatte und einfach glimpflich oder als wie eine Grippe oder wie einen kleinen grippalen Infekt oder wie auch immer der Ausläufer es durchgemacht habe. Sämtliches Husten oder Niesen oder ähnliches ist dann für die Gegenseite ein gefährlicher Punkt. Und davor schützt die Maske. Der Eigenschutz ist damit nicht gewährleistet. Der ist nur mit einer der FFP-Maske machbar, also sprich der komplett hochgradig medizinischen. Aber und der möchte kaum einer rumlaufen draußen. Deswegen, Maskenpflicht, vielleicht ist es doch immer falsch verstanden worden. Es wurde, also was ich gelesen und gesehen habe, zum Beispiel vom RKI, war immer, die Maske schützt nicht den Träger. Die Maske schützt den Gegenüber, mit dem der Träger kommuniziert, immer. Genau, die Erkenntnisse müssen erlangt werden. Und die Beschaffung sehe ich eben halt als schwierigen Punkt. Meine Tochter, meine Große darf nicht nächste Woche, übernächste Woche darf in Gänsefüßchen zur Schule. Ja, dann fässt du dir halt nicht ins Gesicht oder sonstiges. Ich habe zum Beispiel mitgekriegt, so banale Sachen, wie oft ich mir einfach ins Gesicht fasse. Ja, und wenn ich mir dann vorstelle, ich habe dann Klinkenfeuer angefasst oder irgendwo anders rangeditscht oder das typische Händeschütteln. Ich meine, ich war nie so ein Freund von Händeschütteln im Allgemeinen. Mich hat es dann eher gestört, wenn die Leute darauf bestanden haben, dass man schüttelt. Aber selbst das, und du fässt dir dann so, weiß ich nicht, gefühlt 30, 40, wenn nicht sogar mehr Mal im Gesicht die ganze Zeit. Genau, wenn beide tragen, sind beide geschützter. Und zwar immer vom Gegenüber. Sich selbst eben halt nicht. Aber wenn ich infiziert bin, bin ich infiziert. Was soll ich mich denn da schützen danach? Letztendlich ist das eine Sache, wo die Gesellschaft gemeinsam hinkommen muss. Und deswegen ist es im asiatischen Raum nicht so kompliziert. Das dürfen wir nicht vergessen. Also bricht es auch nicht so aus, weil dort ist es auch so, dass wenn sie krank sind, bleiben sie zu Hause. Wenn sie krank sind, isolieren sie sich selber. Wenn sie krank sind, nutzen sie eben halt eine Maske, indem sie eben halt, wenn sie niesen müssen, aus Respekt und Verantwortung anderen gegenüber, nicht anstecken. Okay, im Gesicht fassen, wenn du natürlich mit Chemikalien in den Händen hast, ist klar. Irgendwann, wenn es anfängt zu brennen oder die Haut abätzt oder weiß der Geier was, ist es logisch, ja. So, jedenfalls durch die Maskengeschichte, weil das halt, das gehört dort zum Stadtbild. Bei uns ist halt, wenn du krank bist, ja, da gehst du arbeiten. Das ist mental. So ein bisschen Schnupfen, da wirst du wohl arbeiten gehen können. Das ist halt die Philosophie, die bei uns herrscht. Und die ist halt scheiße. Ist genauso die Philosophie wie Homeoffice. Wer Homeoffice macht, der schaukelt sich die Eier. Ja? Der macht nichts, der ist faul. Das ist, ich weiß nicht, das liegt wahrscheinlich in dieser Mentalität, nur Leistung ist dann, wenn, ne? Also selbst wenn dein Bein umgedreht um 180 Grad und deine inneren Organe nach draußen hängen durch einen Unfall und du trotzdem zur Arbeit gehst, da gibt es keine Entschuldigung, dass du zu Hause bleibst, so ungefähr. Ich glaube ja, also die Masken sind schon, weil sie es gelernt haben. Also von klein auf. Und das gehört halt zum Straßenbild dazu. Das ist halt doch keine Panik, wenn irgendjemand mit Maske rumgeht und so. Ja? Sondern es ist halt, es gehört dazu. Und wer ein Schnüppelchen hat, zieht sich eine Maske über. Einfach nur, ich stecke damit, oder der Grad der Ansteckung wird dadurch
auf weitestgehend Minimum verringert, der wird nicht ausgeschlossen, aber der direkte, wenn ich niesen muss oder irgendwas anderes, wird damit weitestgehend unterbunden. Und ich denke mal, das ist das erklärte Ziel. Ja, nee, entweder Infektionszeit oder wenn sie selber krank sind. Weil du musst ja auch mal rausgehen. Wenn du Erkältung oder Schnupfen hast, willst du ja auch einkaufen gehen oder so. Na, was heißt Normalität? Ich glaube, die Masken wären nur insofern Normalität, dass die Leute sich nicht wundern und irgendwelche Panik oder Angst kriegen, wenn jemand mal mit einer Maske draußen rumläuft. Jetzt in der Zeit, jetzt wird es vielleicht intensiver werden, ja. Aber ich denke, dass wenn wir die Weiteransteckungsrate so weit nach unten gedrückt kriegen, und wir sind gut dabei, also das will ich ja auch nicht in Abrede stellen, wir sollten aber dabei gut bleiben, ne, bei dem gut dabei, also sprich auf der einen Seite gucken, wie wir es lockern können, aber ohne, dass wir eben halt wieder nach oben schnellen, also sprich mit Gegensteuern, mit anderen Maßnahmen, mit anderen Mitteln und Co. Und wenn wir ein Impfmittel haben zum Beispiel oder irgendwas anderes erledigt ist oder wir durchgeseucht sind oder weiß der Geier was, wie das alles dann nachher läuft, aber eben halt so, dass wir alles abfangen können, dann wird es eher in die Richtung laufen, dass man dann Leute mit Masken sieht, weil sie eben halt erkrankt sind oder vielleicht irgendwie eben halt einen Schnupfen haben oder erkältet sind, um einfach andere Leute ebenso nicht anstecken zu wollen, zu müssen, zu dürfen, wie auch immer. Ja, das wird temporär ausgehebelt. Außerdem ist das Vermummungsverbot sowieso partiell nicht in der Form da. Das Vermummungsverbot ist bei öffentlichen Versammlungsveranstaltungen. Denn ansonsten dürften Motorradfahrer nicht fahren. Nur mal so nebenbei. Oder Skimaskenträger nicht fahren. Also manchmal ist da ein bisschen zu viel, eine falsche Info nicht. Aber wie gesagt, es gibt sehr wohl Leute, die vermummt sind. Zum Beispiel dürfen Staatsdiener vermummt sein, wenn sie bei Demonstrationen unterwegs sind. Ich sage bloß Polizisten mit Helm und Co. Das wäre ja genauso. Es gibt also Ausnahmen und genauso wird es halt auch eine Ausnahme sein. Wer krank ist und vielleicht identifiziert werden soll, kann ja dann zum Beispiel vorsichtig, temporär, hier, ich bin der, passt mit dem Bild, Polizist weiß Bescheid und weiter ist. Ne? Da gibt es sowas auch, ja. Aber naja, gucken wir mal. Ja, weil mit dem grünen Politiker jetzt, Wolli, es ist ja nicht ausgeschlossen, A, dass sie eben halt den Virus nicht mehr weitergeben. Sie können ja trotzdem noch Träger sein. Und das ist ja auch noch nicht 100% sichergestellt, weil die Tests ja auch nicht eindeutig sind, leider Gottes, ob die als geheilt entlassen werden, auch wirklich geheilt sind oder ob der noch schlummert und schläft oder was auch immer, das weiß doch keiner. Und einfach, ich finde es halt gut aus Respekt, ich mache das oder habe es jetzt angefangen auch, immer wenn ich dann in der Öffentlichkeit bin, beim Baumarkt, wenn ein paar Sachen geholt werden müssen oder beim Einkaufen, meine Frau macht es erst recht, dass die Maske aufgesetzt wird, weil wir sitzen hier in unserer eigenen Suppe im Haus, alles gut und schick, aber wir wissen nicht, vielleicht haben wir es ja auch durchgemacht. Testen, du kannst ja nicht einfach sagen, und ah, ich möchte mich jetzt ja testen lassen, geht ja nicht. Das geht ja derzeitig wirklich nur, wenn du Erscheinung hast, ne? Also symptomatische Erscheinung. Und ja, es weiß einfach keiner. Und weil es keiner weiß und weil ich es nicht weiß, gehe ich einfach mal davon aus, solange es mir möglich ist, unter so einem Ding zu atmen, und es ist ja, also Respekt vor denjenigen, die wirklich die medizinischen Schutzmasken tragen müssen den ganzen Tag. Ich könnte es wahrscheinlich nicht aushalten. Ich habe jetzt halt nur eine Stoffmaske mit zusätzlicher also Darmbinde dazwischen und eingebettet und so weiter, die ich dann auswechseln kann und das alles auswaschen kann und Co. Ganz banal, aber eben halt mehr als nur ein Schal. Und selbst da ist es schon auf Dauer dann irgendwann sehr anstrengend. Und deswegen Respekt, wer das durchhält und schafft, den ganzen Tag so ein Ding zu tragen. Ich könnte es wahrscheinlich nicht. Das finde ich auch so schlimm, ja, mit den verseuchten Einkaufswagen. Also
Ich möchte das persönlich nicht. Wir haben im Auto haben wir Einweghandschuhe an, die wir vorher anziehen und versuchen dann einigermaßen ordentlich dann auszuziehen, weil sie werden ja nicht desinfiziert, wenn sie in den Dings geschoben werden. Wenn ich sicher gehen würde oder könnte, Entschuldigung, wenn die Einkaufswagen dann reingeschoben werden, dass sie dann auch desinfiziert sind oder werden, dann wäre es ja nicht das Problem. Der Einkaufswagen hat ja schon eine gewisse Funktion, dass der in Gänsefüßchen erzwungen wird. Das Dumme ist halt nur, es wird auch erzwungen, dass ich das Ding anfassen muss. Ja? Die Funktion ist, er garantiert erstmal automatisch einen Mindestabstand zu anderen Leuten um mich herum. Das ist ja auch gut so, aber eben halt die Art und Weise mit dem Wagen. Es geht um den Abstand, aber trotzdem muss ich das Ding anfassen. Und ich weiß ja nicht, wer den vorher angefasst hat. Das ist ja das gleiche Spiel. Ich habe da eine super Maske, aber ich habe keinen desinfizierten Wagen. Ich habe eine super Maske und der vor mir hat trotzdem einfach mal ne, an Handrücken und so weiter oder in der Hand oder hat reingenießt und fest an den Wagen an. Und es weiß doch einfach keiner. Deswegen ist das halt unschön mit dem Wagen. Und genau aus dem Grund, weil man ja einen Wagen nutzen muss, haben wir die Einweghandschuhe. Ich bin kein Freund, wie gesagt, davon, weil das ist einfach nur wieder zusätzlicher Müll. Aber es lässt sich derzeitig gar nicht anders realisieren. Und so viel Desinfektionszeug kannst du ja nun nicht die ganze Zeit mitnehmen. Sonst würde ich das einsprühen. Aber das hätte ich gerne dann doch dann im Haus oder irgendwo anders, wo man es dann wirklich nötigerweise braucht. Ja, da gab es bei uns schon Ärger mit den Innengängen. Ja, herrenlose Wagen, ja. Erstens, das sind sie kritisch, genau. Und zweitens, wegen dem ganzen Müll sind sie kritisch. Für mich jedenfalls. Aber da hat jeder eine andere Einstellung dazu. Umwelt und nicht Umwelt und Co. Ich versuche es zu vermeiden. Mir ist bewusst, dass meine Lebensweise und Co. es derzeit und wahrscheinlich auch in Zukunft nicht zulässt, vollends auf solche Sachen zu verzichten und auf Müll zu verzichten und Produktionsmüll zu verzichten. Aber vielleicht kann man dazu beitragen, dass es weniger wird, jeder für sich. Das wäre zumindest schon mal ein Anfang. Ja, gut, aber jetzt werde ich erstmal los. Ich denke mal, wir sind weitestgehend d'accord. Und hoffentlich sind es viele andere, die da d'accord sind und die sich da nicht so aufschrecken lassen. Das wäre eine Möglichkeit, aber wir haben leider nicht so viel davon. Das ist eigentlich das Problem. Mal gucken, jetzt geht es ja langsam ein bisschen wieder in den Apotheken und Co. nach oben. Auch preislich ist es nicht ganz so extrem, zumindest bei uns. Könnte günstiger sein, ja, aber zwischenzeitlich war es ja wirklich enorm. Und jetzt sollte eigentlich das ein bisschen nach vorne gehen, dass man so ein paar Sachen dann hat und dann auch nutzen kann. Und mal schauen, vielleicht gibt es dann auch eine Desinfektionsgeschichte dann mobil mit bei, dass man dann einfach mal abwischen, ne, einmal rüber abwischen mit einem Zellstoff oder so, nach dem Einsprühen zum Saubermachen und dann wegwerfen den Zellstoff. Okay. Ja, stimmt, man kann sich das ja auch fertig machen lassen, ne, in der Apotheke. Letztendlich geht es ja nur um den hochkonzentriert alkoholischen Anteil da drin. Ja, ich muss mal gucken. Nächste Woche Montag, denke ich mal, werde ich mal eine Apothekenrunde machen, was dann hier so möglich ist, was es noch gibt und was es nicht gibt. Ob wir dann wie zu DDR-Zeiten Bückware haben, die man dann nachher trotzdem bekommt, wenn man lieb fragt und lächelt oder so. Mal schauen. Ja, gut. Ich sage dann an der Stelle gute Nacht. Vielen Dank. Und ja, aber trinken sollte man die Abbeize nicht. Und ich sage dann schon mal vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann, ich denke mal wieder, ist ja schon wieder heute, also heute Abend dann wieder, mal gucken mit was, ich weiß noch nicht. Ja, bis dahin, euer Firefox.